Oh, ja, ey. Oh, ich kann auch mal einen so richtig schön die Fresse polieren hier. Und tschüss. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Road Rash. So, was haben wir denn hier noch an Spielmodi? Eieieiei. Danke. Falls ihr euch das jetzt gedacht habt, ne? Das passende. Die Arcade-Version von Road Rash. Keine Auswahl zwischen Charakteren, kein Motorradshop, kein unnötiges Gelaber. Einfach nur sofort ins Rennen einsteigen und los dann. Und das klingt ja schon mal cool. Und was ist Auge um Auge? Es wird ein Auge um Auge Gemetzel, wenn sie es mit ihrem Freund oder engsten Feind aufnehmen. Ja, mega. Das Spiel hat Multiplayer für Netzwerk oder wie? Sprüche klopfen. Ja, okay. Spiel leiten. Ebene 1. Autos abschalten, Autos anschalten. Man kann's, ja, TCP/IP, ja. Nur Menschen, dumme Fahrer. Ja, und jetzt könnte halt wer beitreten anscheinend, ja. Ja, gut. Das ist. Ich werde blockieren. Falls man dazu mal kommt. Also man kann das auch zu zweit überladen spielen. So just for fun wohl. Okay. Ja, gut zu wissen. Es wird ein Auge um Auge gemetzelt, wenn sie es mit ihrem Freund oder ärgsten Feind aufnehmen. Tja. Ging da jetzt auch was übers Internet oder Spiel beitreten? TCP/IP? Das sieht mir mehr nur nach Internet aus, ne? IPX-Protokoll geht tatsächlich auch noch. Naja. Spielmodus. Dann zeig uns doch mal den Spritztor-Modus. Ja, da kann man nicht weiter machen. Das ist einfach nur Arcade-Triff. Einfach fahren. Machen wir mal. Einfach mal eine Runde Napa Valley. Mal gucken, wie das dann weitergeht danach. Wird das Motorrad automatisch besser oder gibt es irgendwie Punkte oder sowas? Vielleicht eine Highscore-Liste. Auf jeden Fall nicht Slim Jim, den wir fahren, weil sonst hätte er den Stahlknüppel, ne? Ja, keine Charakterauswahl. Quasi so wie auf dem Amiga damals, wie man das vom Amiga 500 kennt, ne? Da konnte man ja auch nur boxen und beten und das war irgendwie immer dasselbe. Mit Punkten dann aber, glaube ich, und Highscore-Liste, ne? Na dann. Gönnen wir uns diesen Spielmodus einfach mal. Na komm. Ja. Hat wohl ganz gut geklappt, ne? Hat mich nicht getroffen, aber ich habe ihn dann ordentlich weggekickt. Nee, die erste Abkürzung ist immer eine schlechte Idee. Ich glaube, man sieht das auch vom Weiten, dass da diese eine einzige Spur komplett voll ist mit diesem Sandkram da. Und da ist man halt langsamer drauf. Es sei denn, man fährt auf diesen wirklich ganz schmalen Pitzelchen Asphalt. Ist hier noch irgendwie kein Punktesystem irgendwo? Ich glaube, wir fahren eine Kilometer oder sowas. Oder Meter, dass er da irgendwo die Punkte zählt, jedenfalls. Ne? Ja, wir schauen mal. Ich habe bisher alles nichts Unbekanntes, irgendwie halt ja, angefangen mit einfach mal eine Runde Napa Valley.
Aber die Möglichkeit, über Netzwerk zu spielen, ist ja schon mal ganz nett, ne? Kann man bestimmt noch was mit anfangen und das könnte noch richtig lustig werden. Wenn es schon mal das TCP-IP-Protokoll dann auch sowieso kann, dann kann man das mit Sicherheit auch übers Internet gegeneinander spielen. Per-per oder... ja. Boah, der erste Platz, yeah, der war jetzt echt nicht schwer. Das war tatsächlich schon regelrecht langweilig. Ja, Gewinner, erster Platz. Ja, okay, die Zeit haben wir. Aber ich bin tatsächlich qualifiziert, also wird es auch Level geben. Schauen wir mal, was dann passiert, wenn ich im Level aufsteige, ob das Motorrad dann besser wird. Das wäre ja mal interessant. Weg. Ich habe aber einen schönen Abflug gemacht. Oh, sieht der denn da so komisch nach rechts? Da, ja, nur so eine angedeutete Kurve geht ja fast nur geradeaus, ja? Ja, oder häng halt hinterm PKW und halt so. Ist ja noch leichter zu überholen. Dann gewonnen. Tja. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir das mal so durch, ne? Müsste man ja wahrscheinlich dann auch abspeichern können, ne?
speichere ich dann halt einfach mal unter Test. Futsch. Und tschüss. Eine ziemlich leichte Angelegenheit, ja. Man muss einfach nur ein bisschen gut hauen und das war's. Hier die Abzweigung. Ja, schauen wir mal, nee, man kann das nicht speichern. Okay. Das heißt, man muss es ja voll durchziehen. Alles klar. Na gut, machen wir das mal. Das ist dann was für die Hardcore-Gamer dann wahrscheinlich, weil man ja die Level ja sonst wohin spielen könnte, ne? Ich glaube, in diesem Spielmodus dann mal durch richtig durchspielen, ist dann auch nochmal so eine Sache. Wahrscheinlich auch die wenigsten bisher gemacht. Wäre cool, wenn man das Programm dann stattdessen irgendwie einfrieren könnte und später dann an einer bestimmten Wiederruhezustand bei Windows, ne? So, dass man das halt später weiterspielen kann. Wenn es keine Spielespeichern gibt. Ja, vielleicht kann man es im Hintergrund laufen lassen. Und den Ruhezustand von Windows einfach nötigen. Ist damit so ein Zweitrechner jetzt nicht so das Problem. Aber ich glaube, da geht dann zuerst einmal schon das Problem los, das Spiel unterstützt Alt-Tab nicht so wirklich, da passiert einfach nichts, ne?
so ein Dreck sein. Und gleich wieder weg. Nicht mit mir hier. Noch einmal eine Runde gesiegt. So, bleibt noch die Halbinsel, ja? Na, machen wir das mal. Just for fun hier. Bin ja mal gespannt, ob es dann im nächsten Level ein besseres Motorrad gibt. Oder irgendwie so. Oder ob das dann einfach nur schwerer wird. Keine Ahnung. Scheint ja auch nicht mal wirklich eine Highscore-Liste zu geben. Also macht der Spielmodus jetzt auch nicht so wirklich Sinn, ne? Vielleicht habe ich den deswegen damals noch nie gespielt. Hm. Ja, oder gib mir Anschwung, ist auch in Ordnung. Sonst hätte ich den jetzt weggekickt, ja. Ach shit. Unklug. Was los, ja. Aber ich gehe hier voll durch, zack, erster Platz. Na gut, ist ja auch in Ordnung. Können sich ja streiten, so viel wie sie wollen. Können ja auch in Ruhe hier durchfahren, ne? Ist ja auch ganz nett. Ja,
dass wir den Polizist schnell loswerden. Der gar nicht lange rumstresst. Kein Bock drauf. Die Polizisten wahrscheinlich. Oh ja. Yeah. Und sogar noch der Kaffee. Oh, die kann man sich alle mal so mal genehmigen. Ja, Level 2 und ich kann immer noch nicht speichern und ja. Fahren wir mal eine Runde Napa Valley. Gucken, ob wir ein besseres Motorrad haben oder so. Ja, in der Tat, auf jeden Fall ein anderes. Was noch besser ist, naja, ich habe kein Nitro auf jeden Fall, ne? Das ist immer noch eine von diesen Rottkisten, ne? Hm. Charakter scheint sie nicht geändert zu haben. Jedenfalls können wir immer noch nur boxen, ne? So, im Prinzip derselbe Spielmodus, nur dass wir nicht entscheiden können, was für ein Motorrad wir bei Ollis Feuerwürfen holen und wie wir Geld sparen oder so, ne? Was wir gewinnen. Hm. Gegenüber dem anderen Spielmodus ist nicht wirklich so einfallsreich oder irgendwie sinnvoll, weil es gibt ja auch keine Highscore-Liste, ne? Hm. Ja, enttäuschend, dieser Spielmodus. Die Sache mit dem Netzwerk ist natürlich interessant. Da kann man mal eventuell was Schönes mit anstellen. So haben wir das niemals gespielt eigentlich. Da haben wir mal abwechselnd das Spiel dann so gespielt, wie man es hier jetzt kennt. Ne? Hier. Und tschüss.
Ja. Gut, das reicht dann aber auch dafür zu diesem Spielmodus. Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Road Rash oder irgendein anderes Zock, weil ich glaube, das geht dann langsam zum Ende zu hier. Bis denn.